Ja, hallo Freunde. Ich wollte heute in meine Wohnung gehen und dachte, vorher holst du mal Post ab, gucken, was es Neues gab. Und dann bekomme ich diesen Wisch hier zugeschickt. Von dem Polizeipräsidenten in Berlin. Ich weiß nicht, welcher Polizeipräsident das ist, vielleicht auch der von Berlin, aber jedenfalls ist der in Berlin. Und der schreibt mir, dass sie heute in meiner Wohnung waren. Ach, aufgrund eines richterlichen Beschlusses des Amtsgerichtes, interessant, sind sie eingerückt bei mir und haben dort mich nicht angetroffen. Deswegen haben sie das Schloss aufgebrochen und sind dann mit allem Mann rein, ich weiß nicht, wie viele es waren, haben das Schloss dann ausgetauscht und die Schlüssel konnte ich dann heute mir bei der Polizeidienststelle abholen. Das habe ich auch getan. Hier sind sie, 3 Stück. Ja, großartig, vorher hatte ich nur 2, von daher ist das schon mal echt ein Plus für mich. Jetzt will ich mal gucken, was in der Wohnung passiert ist. Ich habe ja gehört, und ihr vielleicht auch schon, dass es heute, also heute am 6.6. eine konzertierte Aktion gab bei 38 wahrscheinlich aufrechten Deutschen, sind sie eingeritten und haben dort Computer beschlagnahmt, Festplatten und so weiter und so fort, denn es war eine Aktion gegen Hass im Internet. Ja, wer Hasskommentare schreibt, der muss mit dem Schlimmsten rechnen. Es gab auch Festnahmen dann. Ich war nicht da. Wer weiß, ob sie mich sonst mitgenommen hätten. Keine Ahnung, aber ein Haftbefehl lag jedenfalls nicht vor. Ich rede zu viel, ne? Komm, geh mal rein. So, jetzt sind wir da. Ich habe, wie gesagt, meine Schlüssel bekommen und jetzt bin ich mal gespannt, wie es in meiner Wohnung aussieht. Ich sage eins vorweg, es war nicht gerade sehr aufgeräumt, als ich sie verlassen habe. Gehen wir mal gucken. Oh. Wie angekündigt, es ist hier der Beschluss und das Durchsuchungsprotokoll. Ermittlungsverfahren, hä, was? Ach, das war gar nicht im Rahmen dieser deutschlandweiten Kampagne. Ermittlungsverfahren gegen Nikolai Max Nerling, geboren 1988, wegen Urkundenfälschung. Bitte was? Also mir wird, weil ich diesen Presseausweis hatte, ich könnt euch erinnern, da wurde ich schon mal auf dem Tag der Zivilcourage abgeführt, weil die meinten, das war eine Fälschung. Deswegen, wegen des Verdachtes der Urkundenfälschung sind sie jetzt hier eingeritten und nach folgenden Gegenständen wollten sie jetzt hier suchen. Nach dem Scheckkarten großen internationalen Presseausweis Carte de Presse mit der Seriennummer, ach Gott, lauten auf Nikolai Nerling, Unterlagen wollten sie gucken, die Aufschluss über Herkunft bzw. Herstellung der internationalen Pressekarte geben, Vorlagen und Dubletten zur Herstellung einer internationalen Pressekarte, was bitte? Schriftverkehr und äquivalente Computerdateien des Beschuldigten mit der Firma Protex Media im Zusammenhang mit der Bestellung von Presseausweisen, EDV, Hard- und Software, nebst dazugehöriger externer Speichermedien, Unterlagen, die Aufschluss über die finanziellen Verhältnisse des Beschuldigten im Jahre 2019, insbesondere zu dessen Einkommen geben. Was bitte? Die Durchsuchung erstreckt sich auch auf vom Durchsuchungsobjekt räumlich getrennte Speichermedien, soweit sie von den durchsuchten Räumlichkeiten aus zugegriffen werden kann. Die Beschlagnahme der oben genannten Gegenstände wird angeordnet. Gründe. Aufgrund der bisherigen Ermittlung besteht folgender Tatverdacht. Der Beschuldigte wies sich gegenüber dem diensthabenden JOW zur Teilnahme an der Hauptverhandlung vom 14.08.2018 im Strafverfahren so und so vor dem Landgericht München 2 in der Nymphenburger Straße unter Vorlage einer Scheckkartengroßen Presseausweis aus. Um sich als Medienvertreter zu legitimieren und somit Zugang zu dem nach der Verfügung des Vorsitzenden vom für Medienvertreter reservierten Bereich zu erhalten. Also, es ging um den Prozess gegen Alfred und Monika Schäfer in München, wo ich als Berichterstatter anwesend war und ich wollte eben auch vorne sitzen, wo die anderen Pressevertreter saßen. Dann bin ich mit meiner Karte, die ich ja rechtmäßig bezogen habe, das hat auch tatsächlich jetzt hier die Polizeidirektion Berlin festgestellt, die haben das ja auch eingezogen und ermittelt. Die hatten nichts gegen auszusetzen gehabt. Das Verfahren wurde eingestellt wegen Dokumentenfälschung. Und die hier machen jetzt ein neues Fass auf. Ich saß vielleicht 2 Stunden dort vorne auf der Pressebank. Den einen Tag, da hat der Richter das erlaubt. Und danach hieß es dann, nee, ich dürfe da nicht mehr sitzen, weil mein Presseausweis eben keiner vom DJV, also Deutscher Journalistenverband, war. Deswegen habe ich mich dann wieder hinten hingesetzt. Das Thema war erledigt. Und jetzt bekomme ich hier eine Untersuchung deswegen. Tatsächlich handelt es sich bei der vom Beschuldigten vorliegenden Scheckkarte große internationalen Presseausweis, wie der Beschuldigte wusste, um eine Totalfälschung und nicht um einen von der Firma Protex Media ausgestellten Presseausweis.
So ein Quatsch. Was heißt denn, ich wusste, es handelt sich um eine Totalfälschung? Nein. Ich habe genau bei Protex Media dieses Ding beantragt. Ich habe es bezahlt mit 80 Euro, habe das zugeschickt bekommen und gehe davon aus, dass das in Ordnung ist. Ja, ein internationaler Presseausweis. Die oben genannten Gegenstände können als Beweismittel von Bedeutung sein. Hinsichtlich der Unterlagen zu den finanziellen Verhältnissen gilt dies schon im Hinblick auf die möglichen Rechtsfolgen der Ahndung der Tat. Nach dem Ergebnis der bisherigen Ermittlung sind Gründe für die Annahme vorhanden, dass die Voraussetzungen für die Einziehung vorliegen. Die angeordneten Maßnahmen stehen in angemessenem Verhältnis zur Schwere der Tat und Stärke des Tatverdachts und sind für die Ermittlungen notwendig. Soweit auf Kommunikationsverbindungsdaten zugegriffen wird, gilt dies auch in Bezug auf das informationelle Selbstbestimmungsrecht des Beschuldigten. Es ist zu vermuten, dass die Durchsuchung zum Auffinden der Gegenstände führen wird. Nein, Herr, ich habe nichts finden können, Herr. Ich lache mich tot. Das ist doch eine Verschwörungstheorie. Was totale Verschwörungstheorie. Ich habe überhaupt nichts mehr zu Schulden kommen lassen. Und über meine finanziellen Verhältnisse wird natürlich meine Steuerberaterin Informationen haben und abgeben. Alles rechtmäßig natürlich. Und hier sehen wir die Unterschrift. Guck mal hier. Richterin am Amtsgericht, Stempel, Hausladen. Mhm. Ja. Oh mein Gott. Und das passiert hier einfach so, ja? Das passiert hier in der späten BRD. So, haben wir hier noch irgendwas? Beglaubigungsvermerk? Beschluss, ja gut. So, jetzt bin ich mal gespannt. Haben Sie was mitgenommen? Protokoll der Durchsuchung. Mal gucken. Haben Sie etwas mitgenommen? Dauer, sie kam um 6.55 Uhr und waren bis 7.30 Uhr hier. Also eine knappe halbe Stunde. Ich kann mir schon denken, warum das so kurz. Ihr seht es gleich. Haben nichts mitgenommen. Durchsuchung ohne Erfolg. Oh nein. Schade, es tut mir leid. Na gut, aber jetzt werde ich mal sehen, warum die keinen Erfolg hatten, mutmaßlich. Kommt mal mit rein. So, letzter macht die Tür zu. Das hier ist mein Arbeitszimmer. Das kennt ihr ja noch. Wenn ihr mal da, ja, da ist der Hintergrund, da sitze ich immer ganz gerne. So, letztes Video ist ein bisschen her. Und hier, das hier ist die Post, die ich von euch zugeschickt bekommen habe. Das ist die, die noch nicht wegsortiert ist. Ja, schaut euch das mal ganz genau an. Das ist die noch nicht wegsortierte Post. Ich habe einen großen Teil an bereits sortierter Post, die befindet sich aber nicht hier in meiner Wohnung. Der größte Teil davon ist anderweitig untergebracht. Das heißt, wenn die diese Unterlagen finden wollten von Protex Media, müssten sie jeden einzelnen Brief hier rausholen und gucken, was das ist. Ne? Hier haben sie alles durchwühlt. Guck mal da, die Ordner, ja, die haben sie da alle durchwühlt. Das Sofa war leer, da war nichts. Das haben sie alles dahin geräumt. Ja. Hier unten, das haben sie auch alles rausgezogen. Da, ja, das war alles. Das waren niedrig hängende Früchte. Genau, da kamen sie an. Ja, aber die waren tatsächlich auch. Da nicht. Findiger, ja, guck mal hier. Ups, guck mal ins. Mein anderes Zimmer, das habe ich auch so gesehen gerade. Auch hier. Moment, ich mach mal Licht. Wieso geht denn das nicht? Ach, das ist nicht eingesteckt. Ah, mach was anderes. So. Bam, Tag hell. Ja, auch das hier. Das habe ich am letzten Tag, als ich in der Wohnung war, habe ich die ganzen Sachen aus dem Flur hier reingeräumt, weil die Handwerker an die Steckdosen alles mussten. Ne? Und jetzt haben die hier das alles durchsuchen müssen. Die haben da aus dem Regal alles rausgezerrt, alle Ordner rausgezerrt wahrscheinlich. Meine ganzen Schullehrerkalender haben sie da hingeschmissen. Ja, aus einem Jahrzehnt. Hier. Auf meinem Bett war auch nichts, das Bett war frei. Ja. Da haben die jetzt meine Tasche hier mit meinen Campingartikeln haben sie durchwühlt. Dann haben die hier irgendwelche Spielchen gemacht? Irgendwie? Das kommt weg, das schneiden wir raus hinterher. So, aha, aber hier ist immerhin das Zelt, was ich mitnehmen wollte. Das ist doch schon mal gut, das haben sie nicht mitgenommen. Wo ist das Gestänge? Ist drin, alles klar, das nehmen wir mit. Ja, wir gucken mal weiter. Also hier haben sie auch ihren Spaß gehabt. Jetzt gucken wir mal ins Badezimmer. Jo, hier, man sieht auch, ich achte immer sehr darauf, dass die Läufer hier in bester Ordnung sind. Ja, das kann ich nicht leiden, wenn die hier so, naja. Oh ja, hier waren sie drin, guck mal hier. Ah, da haben sie gedacht, bestimmt steckt da der Presseausweis drin. Guck, ja, da haben sie es extra aufgemacht. Da muss er sein. Er war doch nirgendwo, er muss doch da sein. Wo war er denn?
Kann nicht sein! Wir suchen jetzt seit einer halben Stunde, aber keinen gefunden! Habt den Löffel gefunden, Herr? Gut gemacht, Sergeant. Das haben sie auch alles da gestapelt. Ja, wo sie das herhaben, das wusste ich, was ich da hatte. Staatsanwaltschaft Berlin. Ich kann mir denken, dass sie vielleicht sogar den Brief gefunden haben, hier aus Berlin. Das wäre eine logische Erklärung. Es kann sein, dass sie unter diesem ganzen Wust hier das Dokument gefunden haben, aus dem hervorgeht, dass das Ermittlungsverfahren gegen mich eingestellt wurde, weil sie mich ja hier in Berlin auch wegen Dokumentenfälschung mal dran kriegen wollten. Und deswegen haben sie nach einer halben Stunde dann diese Durchsuchung hier abgebrochen und sind dann unverrichteter ohne Erfolg. Weil das hätten die niemals in einer halben Stunde alles hier durchsuchen können. Niemals. Unmöglich. Mhm. Wahnsinn. Ja, gut. Nochmal in die Küche gucken. Aber wer räumt den jetzt hier wieder auf? Nur, das werden die wohl machen. Oh, hier. Da haben sie das gefunden. Guck. Was, wo? Hier, eine Pistole. Eine Schusswaffe. Mhm. Die lag hier auch nicht, nämlich. Die lag auch woanders. Ja, 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 natürlich. Und die haben sie an sich genommen und geguckt, oh, können wir ihn dafür dran bekommen vielleicht? Wahrscheinlich kam dann irgendwie der Auszubildende an. Ja, hier, Herr Wachtmeister. Wie ist der Vorgesetzte von der Polizei? Herr Obermeister oder so. Ne? Polizeioberst, wie auch immer. Hilfsstelle. Naja, ich habe was gefunden, diese Waffe hier. Gut gemacht, Sergeant. Die nehme ich mal an mich. Dann wurde sie kontrolliert. Naja, gut, damit kann man ihm keinen Strick drehen. Na, hinlegen. Dann haben sie hier auch nochmal schön ein bisschen Tuhu-Wabuhu gemacht. Oh, das war weg hier, ein privater Brief vielleicht. Das haben wir auch nicht gesehen. Ja, das war natürlich auch alles hier zwar nicht weggeheftet, aber doch ordentlich beiseite geräumt. Die Mäuse. Ja, die schnüffeln hier rum. Das ist rumschnüffeln. Was ich auf der Messe gemacht habe, war nicht rumschnüffeln. Kommen Sie in meine Wohnung und schnüffeln hier rum. Und ich habe jetzt drei neue Schlüssel. Ja, und darf aufräumen. Hier ist was los, Freunde. Naja, das ist die späte BRD. Was erwarten wir? Gut. Ich denke, das war jetzt eigentlich schon das Ende, oder? Kamera wollte schon hochschwenken. Ich bin ein bisschen dazwischen gekommen. Würde ich sagen, kannst du jetzt hochschwenken. Ne? Ich halte auf dem Laufenden, auch was die neue Kontoverbindung betrifft. Die gibt es nämlich bestimmt auch bald mal wieder. Wohl an. So, aufräumen jetzt. Warte noch mal ganz kurz. Warte, eins müssen wir mal zeigen hier. Das habe ich gerade gesehen. Mir wurde ja das hier aus Südafrika zugeschickt, ja, vom Südafrika-Deutschen. Was ist das? Ich weiß es nicht, es ist was zu essen. Aber er meinte, das sei ganz lecker, aber ich sollte es bald aufmachen und essen. Und da war aber das Paket schon seit 4 Wochen irgendwie bei mir in der Wohnung und schon lange unterwegs. Deswegen habe ich gedacht, nee, das esse ich nicht. Jetzt haben die Polizisten das in der Hand gehabt und ich kann mir nur vorstellen, wie sie da standen, was ist das? Und drück und drück. Ja, sind das Drogen? Sieht aus wie Kot irgendwie. Ne? Ja, wie Kot, das ist eine Tüte halt. Da ist was eingesteckt. Ist da Kot vielleicht eingeschweißt oder was mag das sein? Haben die es aufgemacht? Nee, die haben es nicht. Es ist immer... Doch, warte mal. Haben die es aufgemacht? Nee, ich glaube nicht. Gut, also, ich kann mir tatsächlich keinen Reim drauf machen, was das jetzt alles hier sollte. Ich kann mir schon einen Reim drauf machen. Es kann natürlich sein, dass sie einfach mal einen Grund haben wollten, hier reinzukommen. Möglicherweise wurde jetzt auch das ganze Gespräch hier aufgezeichnet und direkt per Standleitung den übermittelt. Möglicherweise ist die Wohnung komplett verwanzt jetzt hier. All das ist ja möglich. Ne? Kann ja sein, dass sie einfach Vorwand brauchten. Aber gut, da ich ja sowieso nichts zu verbergen habe und auch ganz offen mit allem bin und über alles spreche, mache ich mir auch da jetzt keine Gedanken. Bücher fehlen auch nicht. So gut, jetzt kannst du hochschwenken. Tschüss. Nee, runter. Was? Ach, runter. Gut.